Unsere Reistour Bolivien neigt sich langsam aber sicher am Ende zu. Wir werden heute an die Grenze fahren, ganz im Süden, und nach Chile ausreisen. Wir sind mega gespannt über den Grenzübergang. Wir haben schon sehr vieles gehört. Nicht nur gut. Anscheinend ist es recht streng, was die Richtlinie anbelangt. Darum sind wir auch ein bisschen nervös. Unsere Leute von Peru, die unsere Scheiben nicht gemacht haben, haben einfach einen Scheissbau. Jetzt hat sie sich gerade auf der Rüttelpiste richtig rausgeschlagen. Südamerikanische Arbeitsmentalität. Ich könnte kotzen. An der Grenze zu Chile sind es vor allem auch wegen dem Essen sehr streng. Wir haben schon von Reisenden gehört, die den Pfefferminztee weggenommen haben. Oder rohe Kichererbsen, so Sachen. Darum haben wir uns Mühe gegeben, um recht gut aufzuessen. Da haben wir nur noch Reis und Dosen. Nicht mehr Frisches. Und auch unser Kühlschrank ist definitiv leer. Ich bin auch gespannt, ob sie uns etwas wegnehmen. So, ich glaube, da vorne ist der Zoll. Da müssen wir das Auto gut abmelden. Und da vorne ist der Grenzübergang. So, geschafft. Das war eine zangige Burg. Ja. Ich bin durch. Ab zum Übernachtungsplatz. Wir haben es jetzt final auf Chile geschafft. Der Grenzübergang ist so, dass man dort muss alle Früchte und alles Gemüse und alles loswerden. Chile erlebt gar nichts, also keine Früchte, kein Gemüse, keine Eier, kein Honig. Und das haben wir schön brav gemacht, bis alles los wurde, bis noch ein bisschen Schalen im Abfall, das haben wir einander gesagt. Man muss dann immer sagen, dass man etwas hat, weil wenn sie das Gefühl haben, man hat etwas und wenn sie es nicht gesagt, dann hat man ein Problem. Darum, man hat immer etwas. Ja, das ist das so gewesen. Haben wir alles schön aufgebracht und dachte, gut, das wird einfach ein guter Grenzübergang werden. Ja, das ist nicht der Fall gewesen. Das ist die erste Grenze auf dieser ganzen Reise jetzt. Auf einmal kommt und so, ja, wo sind da Geburtsurkunden von euren Kindern? Weil, wer sagt mir, dass das eure Kinder sind? Wir dachten, Pass? Da ist Pass. Ich meine, in der Schweiz kommst du gar keinen Pass über, wenn du keine Geburtsurkunde hast. Dachte, nein, das gehe ich nicht. Ich brauche Geburtsurkunde. Dachte, ja, super. Wir haben dann unsere Dokumente angeschaut. Wir haben am Eli seine Geburtsurkunde eingescannt. Der Lenja ihre nicht. Ja, dann ist das Rüsselspiel losgegangen. Wir haben dann den Schwiegereltern angerufen. Die haben es zum Glück fotografieren und schicken. Und dann ist es dann gleich gegangen. Das ist jetzt aber die Kurzvariante, weil der Zoll hat dann auf einmal noch die Botschaft angerufen in Santiago, um das bestätigen zu lassen, dass das so ist und so. Also einfach ein Riesenzeug. Mit der ersten Grenze, die Geburtsurkunden brauchen, ist grundsätzlich nachher alles gut gegangen. Es war einfach ein bisschen mühsam und ein bisschen überraschend, dass auf einmal ein Land das will. Bis jetzt hat es noch keinen interessiert. Mal schauen, wie Argentinien ist. Kann sein, dass die das auch wollen, aber ich glaube jetzt mal nicht. Das einzige Ziel im Norden von Chile ist die Atacama-Wüste. Das ist die trockenste Wüste der Welt. Haben wir schon gefragt? Es ist mega viel so Kristall alles. Ganz Hügel. Sieht aus wie Glas und ist auch mega scharf. Krass, ist das alles Salz.
einfach weitergefahren. Und da hat es einfach einen warmen Fluss, weil er von einer Thermalquelle kommt. Wunderbar und wunderschön. Und darum bleiben wir jetzt gerade den Nachmittag da. Unterwegs nach Argentinien, knapp 100 Kilometer. Wir sind jetzt gerade über die Grenze von Chile auf Argentinien. Ich glaube, die schnellste Grenze, die wir je hatten, die best organisierte. Du läufst ein Gebäude, klapperst Schalter 1 bis 4 ab und hast es. Und ja, es hat keine Leute gehabt, das war das Erste. Und zweitens, es war einfach mega organisiert und mega effizient. Wir waren 20 Minuten sind wir wieder raus. Wahnsinn. So macht es Freude. Wir sind hier in Salta angekommen. Das ist eine grössere Stadt im Norden von Argentinien. Wir werden hier unseren Kühler ersetzen, natürlich unsere Windschutzscheiben wieder ankleben lassen und wieder mal die Lebensmittel wieder richtig aufstocken, weil es dann schon bald wieder auf eine Offroad-Strecke wird gehen. Die Temperaturen hier in Salta sind ganz anders, wie wir es von den Bergen her gewöhnt sind. Die letzten paar Wochen waren ja recht kalt, recht windig. Und da ist es richtig sommerhaft, etwa so wie der Hochsommer in der Schweiz, was man sehr geniessen. Aber ich glaube, schon bald wird es dann wieder ein bisschen kühler. Ich habe Geld gewechselt. Das sind 185 Dollar. Aber da haben wir schon fast ein bisschen wie ein Drogendealer gefühlt oder so.